Im Folgenden zeigen wir euch die erste Kreuzform mit rechts. Die erste Bewegung erfolgt nach vorne. Die Füße stehen in der langen Gangstellung in Abgubi. Dabei ist das hintere Bein durchgedrückt, das rechte Bein, hier das vordere Bein, ist eingebeugt. Das Knie befindet sich dabei optimalerweise auf Höhe der Ferse. Die rechte Faust macht einen Fauststoß zur Körpermitte, also einen Mondom Chumuk Chirugi. Die linke Faust macht die Rückzugbewegung und befindet sich nun über dem Gürtel in der linken Hüfte. Wichtig ist, dass Schlagbewegung und Rückzugbewegung zeitgleich erfolgen. Das rechte Bein zieht nun an zur Auswahlbewegung zum Arimaki. Die linke Faust holt aus, befindet sich jetzt über der rechten Schulter, berührt diese aber nicht. Der rechte Arm ist durchgestreckt, die rechte Faust ist auf Schulterhöhe. Jetzt macht links den Arimaki. Dabei ist der linke Arm parallel zum linken Oberschenkel. Die rechte Faust zieht zurück zur rechten Hüfte. Wieder sollten Blockbewegung und Rückzugbewegung möglichst zeitgleich erfolgen. Die Stellung ist weiterhin die lange Gangstellung, also Abgubi. Die nächste Bewegung ist dieselbe wie die erste. Das rechte Bein geht einen großen Schritt nach vorne in Abgubi. Rechts machen wir einen Mondom Chumuk Chirugi, also wieder einen Fauststoß. Die nächsten Bewegungen sind allesamt dieselben. Die Kreuzform ist dann beendet, wenn insgesamt 4 Bewegungen abgeschlossen sind. Am Ende kontrolliert ihr am besten nochmal eure Stellung. Wichtig ist, dass ihr in der langen Gangstellung steht. Das rechte Bein ist also eingebeugt, das linke Bein ist durchgedrückt. Die Schultern sind gerade und der Blick ist nach vorne gerichtet. Die rechte Faust ist auf Schildchenhöhe, auf der Höhe des Solarplexus. Dabei sollte die Faust eine Verlängerung des Armes darstellen und nicht abgeknickt sein. Die linke Faust ist zurückgezogen in der Hüfte. Wenn dir das Video gefallen hat, besuche uns auf www.btf-ev.de.